Der Russland-Ukraine-Konflikt zieht weiterhin tiefe Gräben durch die Rechte in Deutschland. Und heute möchte ich mit Peter Steinborn quasi einen dritten Blickwinkel darauf werfen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Frank Krämer im Gespräch. Ein kleiner Hinweis, ihr seht oben links Dauerwerbesendung, also ihr seid trotzdem noch beim richtigen Format gelandet. Zurzeit gibt es aber eine Abmahnwelle. Geht mal wieder darum, Kohle zu machen. Und zwar, weil ich ja ab und an Werbung oder Hinweise auf meinen Sonnenkreuz-Netzladen mache, also auf www.sonnenkreuz.net. Und da das jetzt schon als ja, Werbung gilt, ist es ja auch, aber ich muss darauf explizit hinweisen. Die Anwälte des D3B Medienimperiums sind schon drauf angesetzt und ich hoffe, dass man da eine elegantere Lösung findet. Deswegen sind auch zurzeit einige Inhalte nicht abrufbar, aber das wird sich dann hoffentlich alles klären. Peter, du bist heute nach ja, nach ganz vielen Podcast-Folgen heute mal zum ersten Mal in der neuen Sendung dabei und ich hoffe, dir geht es gut. Ja, grüße dich, Frank. Mir geht es wie immer gut und ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Ja, Danke das für die freut. Einladung. Ja, sehr gerne. Bevor es aber an das Thema Ukraine-Russland geht, hast du auch die Ehre, die 10 plus 1 Fragen zu beantworten. Du hast natürlich den Vorteil, du hast die ersten 10 schon mal gehört. Beim Schattenmacher, mal gucken, ob ich die mal auch mal durchmische und austausche. Aber jetzt interessiert mich, was du davon hältst. In 5 Jahren Fackelmarsch der AfD durchs Brandenburger Tor. Ja, ich würde sagen, an sich ist nichts unmöglich, wenn es auch unwahrscheinlich ist. Ja. Geopolitik. Geopolitik ist aus meiner Sicht nicht nur etwas für Staaten, sondern das ist auch eben auch für Einzelpersonen interessant und auch für so kleine Lichter wie uns machbar. Antirassismus ist Der einzig wirkliche Rassismus aus meiner Sicht. der was? Der einzig wirkliche Rassismus aus Ja, meiner wohl Sicht. wahr. Das lustigste Politiker unterstrich in Schrägstrich Gendersternchen. Extrem schwierige Frage. Qual der Wahl. kann mich nicht entscheiden. Ja, die Auswahl ist ja ziemlich groß, ne? Das muss man ja schon so sagen. Also, aber gut, spontan sage ich einfach mal Karl Lauterbach. Das stimmt. Kölsch oder Pilz? Da ich Kölsch noch nie getrunken habe, muss ich mich für Pilz entscheiden. Tut mir leid. Ja, da können wir beim nächsten Treffen mal Abhilfe schaffen. Bringe ich dir was mit? Schwarz-Braun oder Rot-Grün, beziehungsweise Haselnuss oder Melone? Tja, als alter Heino-Fan ist meine Antwort vollkommen klar. Schwarzbraun ist die Haselnuss, Schwarzbraun bin auch ich. Sehr schön. Veganismus. Ist eine Ideologie und ich bin zwar Flexi-Veganer, würde ich jetzt mal sagen, aber Veganismus ist nicht mein Fall. Whisky und Zigarre. Früher nicht selten, heute sehr selten und wenn, dann auch nur noch Ersteres. Oh ja, sehr gut. Ich habe mir gestern noch einen Talisker 10 Jahre gegönnt. Sehr interessante Vanilleschote im Abgang, kann ich sehr empfehlen. Rote Linie. Ja, Olaf Scholz. Für den gibt es keine mehr. Rote Grütze. Mögen meine Kinder furchtbar gern. Es gibt ja auch die grüne Grütze. So, und jetzt an dich speziell, weil ich ja weiß, mit was du dich so befasst. Bitcoin oder Edelmetall? Und wenn das ein oder andere, warum? Also, ja gut, da ich wertorientiert bin. Und wenn ich mich da entscheiden muss, natürlich Edelmetalle. Ja, warum? Weil Edelmetalle sind aus meiner Sicht beständig. Sie haben einen wirklich intrinsischen Wert, Bitcoin nicht. Wobei ich jetzt nicht gegen Kryptowährungen an sich bin, aber ja, das hat, haben wir jetzt auch gesehen in der Krise, im Einmarsch mit den Russen in die Ukraine, hat das ja auch nicht viel gebracht. Der sichere Hafen war definitiv woanders. Und da bin ich wahrscheinlich als wertkonservativer Mensch eher beim Edelmetall. Da hat man richtig was in der Hand, sozusagen. Ja. Gut, ja, dann kommen wir jetzt mal auf dieses hochbrisante Thema, was für viel
Zwist und Zwietracht in der oder im rechten Lager sorgt, nämlich der Konflikt Russland-Ukraine. Und es ist ja nun mal so, der ist ja nicht erst seit gestern oder seit ein paar Wochen gibt es diesen Konflikt, sondern ja eigentlich schon die letzten 8 Jahre. Und was kann man dazu sagen? Also innen wie außenpolitisch. Ja, also der Konflikt, wie du schon gesagt hast, ist also mindestens seit 8 Jahren da. Im Grunde genommen, wenn man in die Geschichte zurückblickt, ist er viel länger da, wenn nicht sogar Bestandteil der ukrainisch-russischen Geschichte. Der sogenannte Euromaidan, so wie er gerne bezeichnet wird, war ja Ende 2013 ausgelöst, November, und hat sich dann also in dem Winter, durch den Winter gezogen bis 2014. In den Medien wird immer gerne berichtet, beziehungsweise wird es häufig so dargestellt, dass es ein Protest war der breiten Bevölkerung innerhalb der Ukraine, um ein prowestliches Bekenntnis abzugeben, um deutlich zu machen, dass man in die EU rein will, weil tatsächlich zeitgleich ist, also diese Proteste sind tatsächlich zu dem Zeitpunkt aufgekommen, als der damalige Präsident das Assoziationsabkommen mit der EU ausgeschlagen hatte. Also er meinte, wir werden erstmal vorzeitig oder voraussichtlich nicht hier weitere Besprechungen haben. Das war damals der Janukowitsch, um darüber zu reden, in die Europäische Union einzutreten oder dort dieses Verfahren mitzumachen. Und dann kam es tatsächlich zu diesen Protesten, und die sind sicherlich auch die Anfänge tatsächlich. Es liegt nahe, dass es aus diesem Grund war, dass die Menschen auf die Straße gegangen sind, aber Umfragen auch, die man seinerzeit gemacht hat, haben ergeben, dass die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, der Großteil der Menschen, wahrscheinlich 80%, nicht wegen dieses Themas auf der Straße war. Das war sozusagen die Initialzündung, wie so häufig etwas, was man eine Initialzündung hat, die dann eigentlich gar keine Rolle mehr spielt im laufenden Geschehen dann. Sondern ist eigentlich wirklich ein buntes Potpourri gewesen, wo du Nationalisten, also radikal-nationalistische Kräfte hattest, die heute in dem Krieg kämpfen, auf Seiten der Ukraine, bis hin halt zu ganz liberal-westlichen Kräften, die dort mobil gemacht haben, um ja das Land mehr gen Westen zu öffnen. Was man ja auch nicht unterschlagen darf, Victoria Nuland, die hat ja damit geprahlt, dass man 5 Milliarden Dollar für den Putsch quasi bereitgestellt hat, um diesen noch zu befeuern. Also aus westlicher Sicht halt da noch ein bisschen Öl ins Feuer zu gießen. Ja, also das kommt noch da hinzu, dass natürlich dieser Protest, und das ist ja mittlerweile, wie du schon gerade eben gesagt hast, offenkundig auch vom Westen gesteuert und mindestens stark unterstützt worden ist, wie das ja häufig der Fall ist, wie auch Black Lives Matter-Demonstrationen dergleichen von bestimmten Kräften finanziert wissen. Das geben die ja auch ganz offen zu. Das kann man also unproblematisch auch außerhalb vom Telegram-Universum nachlesen. Und ja, das hat natürlich also in Russland jetzt nicht unbedingt für Freudensprünge gesorgt, weshalb damals auch die Russen sich hier, wie auch schon im Vorfeld, deutlich ja besorgt gezeigt haben. Hier natürlich, also das ist auch eine Untertreibung. Man hat dann natürlich auch interveniert, und es ist dann im Zuge dessen Protesten, insbesondere in der Ostukraine, kommen, namentlich das, was wir heute alle kennen, die Donbass-Region, wo also ein Großteil der Menschen, insbesondere und die Krim, wo ein Großteil der Menschen also tatsächlich sich nicht mehr als Bestandteil wissen wollte, oder sich nicht identifizieren konnte mit der ukrainischen Regierung. Und seitdem gibt es eigentlich dort ununterbrochen seit 8 Jahren so eine Art latenten Krieg. Also wer davon spricht, dass jetzt der Krieg ausgebrochen ist, der hat entweder die Augen zugemacht oder hat wirklich keinerlei geschichtliche Kenntnis, also nicht einmal über die Zeit, die er selbst lebendig miterleben durfte. Denn das hat erst vor kurzem jemand gesagt, das fand ich also auch ganz bezeichnend, guter Satz. Es gibt Menschen in diesem ganzen Konflikt, die sich seit 8 Jahren für den Frieden einsetzen in der Region, und es gibt Menschen, die das erst seit ein paar Wochen tun. Und das gehört einfach so weit dazu, dass dort auch in dieser Region im Donbass
Also diese beiden mittlerweile jetzt sich oder von Russland anerkannten Republiken Luhansk und Donetsk, dass die sich, dass dort also auch systematisch, weil systematisch ist jetzt, das ist übertrieben, systematisch nicht, aber über die ganze Zeit hinweg regelmäßig durch Angriffe sowohl von Nationalisten wie auch von militärischen Einheiten, die von der, mindestens von der Regierung unterstützt worden sind, getötet worden sind, die dort lebten und dass sie auch abgeschnitten worden sind von der Versorgung aus dem Westen. Das gehört alles dazu und es sind da, das ist ja auch die offizielle Zahl, etwa 14.000 Menschen, darunter auch Frauen und Kinder, gestorben. Also das gehört mindestens so weit dazu, weshalb also dieser Einmarsch jetzt, der da stattgefunden hat, der war jetzt nicht so völlig überraschend. Also auch wenn man jetzt sagen konnte, und ich habe es auch gesagt, gebe ich zu, 40, 60%, also 40%, dass sie einmarschieren, 60%, dass sie nicht einmarschieren, das ist alles Säbelrasseln, habe ich auch gedacht. Das ist erstmal Muskeln spielen lassen. Aber ganz offenbar hat man jetzt tatsächlich Nägel mit Köpfen gemacht. Und es ist jetzt nicht so, kann jetzt keiner sagen, kann er schon, ist aber einfach ja, unplatziert oder deplatziert, dass das jetzt irgendwie völlig unvorhergesehen passiert ist. Ja, also da ist noch ein Punkt, auf den möchte ich mal zu sprechen kommen, und zwar die sogenannte NATO-Osterweiterung. Das ist ja eigentlich ein Punkt, den man in rechten Kreisen eigentlich schon seit Jahren oder Jahrzehnten auf dem Schirm hat, muss man sagen. Jetzt hat aber ein Bekannter von uns beiden, der sich gerade sehr stark für die Ukraine einsetzt, der hatte mir dann mal was geschickt. Ja, pass mal auf, das NATO-Osterweiterung. Putin hätte da nie ein Problem mit gehabt. 2002 hat er mir auch so ein Kreml-Protokoll geschickt, dass Putin auch gesagt hat: Ja, hör mal, NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geht uns gar nichts an. Das ist alles eine Sache zwischen den beiden Partnern und uns interessiert das nicht. So, das war jetzt vor 20 Jahren. Geopolitik kann sich ja sehr schnell wenden, auch ins Gegenteil. Und ich sag mal, Putin ist ja nun mal ein Machtmensch und das kennen wir ja auch aus Deutschland. Ich glaube, zur gleichen Zeit sagte mal Schäuble, Deutschland sei kein Einwanderungsland. Merkel hat ja auch 2015 sogar noch gesagt, Multikulti ist gescheitert, nur spiegelt sich das ja auch nicht im Handeln wider, sondern genau das Gegenteil. Also, wie kann man das einschätzen, wenn Putin sagt, die NATO-Osterweiterung ist für uns überhaupt gar kein Thema? Ja, ich finde den Vergleich, den du gebracht hast, sehr gut. Dafür bin ich auch sehr dankbar. Also vorab hier, bevor gleich die ganzen Kommentare dann vielleicht kommen, hier böser Putin verstehe oder so. Ich Nee, bin. gar nicht. Also das möchte ich auch noch mal ganz kurz sagen. Es ist ja keine Putin-Werbesendung. Wir versuchen das aber ein bisschen auseinander zu klamüsern. Und ich bin sicherlich auch kein Putin-Freund. Das ist, also ich muss mich nicht dafür oder dagegen entscheiden. Ja. Ja, ganz genau. Also was ich mir also etikettieren würde, ist es schon, ich bin ein Konfliktversteher oder ich versuche es zumindest, ja, ich versuche den Konflikt zu verstehen, ich versuche Russland zu verstehen, ich versuche die Ukraine zu verstehen. Putin ist ein Mensch, ich kann nicht in seinen Kopf reingucken, das ist für mich nicht möglich. Und er ist vor allem, wie du schon richtig gesagt hast, ein Machtmensch. Also er ist Machtmensch im Sinne von, ich möchte auch davor warnen, den wir gerne immer, weil wir mal so ein weil wir halt eben regiert werden, wirklich von regelrechten Marionetten, was offensichtlich ist, und von Leuten, die nun wirklich, das kann man wirklich in aller Bescheidenheit sagen, inkompetent sind. Und da wirkt natürlich so jemand, der da irgendwie mit Oberkörper frei auf einem Pferd sich ablichten lässt und der ja, sich dorthin stellt und ab und zu mal so Aussagen trifft, die darauf hindeuten, dass er sehr stark für das eigene russische Volk einsetzt. Es wirkt dann immer so für unser einer hier in Deutschland, Mensch, so einen Politiker hätten wir auch gerne. Davor warne ich auch. Mein Kollege Dominik Schwarzenberger hat da meines Erachtens nach einen wirklich herausragenden Artikel vor kurzem bei uns veröffentlicht auf dem Blog über Putin. Da hat er mal ein Bild von diesem Mann skizziert und da macht er auch sehr deutlich, dass Putin alles andere als dieser sehr geradlinige Mensch ist, sondern es ist ein Mensch, der ursprünglich eigentlich aus dem liberal-prowestlichen Lager Russlands kommt, ein Söckling Jesins, ja, sprich also auch jemand, der aus den versoffenen Jahren Russlands kommt und der aber im Zuge der Zeit eine Kehrtwende gemacht hat und aber auch immer wieder lavierte. Genauso wie die letzten 8 Jahre wohlgemerkt, denn der Mann hat sich
Ewigkeiten hier nicht dazu breitschlagen lassen, sich für die Ostukraine oder insbesondere für die Donbass-Region trotz dieser massiven Angriffe einzusetzen. Man hat diese Region nicht anerkennen wollen. Das müssen wir aber auch einfach mal aus der politischen Sicht betrachten. Und das versuche ich. Ich sehe das also nicht oder versuche das hier nicht emotional zu betrachten, denn emotional kann ich viele Dinge verstehen und viele Sachen auch nicht verstehen. Aber wenn ich mich versuche, davon zu befreien, dann komme ich zumindest von meinem Verständnis her der Wahrheit. Ja, ich werde sie nicht erfahren, ich werde sie nicht in Gänze kennenlernen, aber ich werde ihr wenigstens nahe kommen. Und das tue ich wirklich ab an der Stelle, zu sagen, jetzt nur, weil ein Politiker etwas gesagt hat, also entschuldige, genauso wie die ganze Zeit wurde gesagt, man marschiert nicht ein, dann ist man einmarschiert. Ja, der hat ja gelogen. Ja, hallo, der ist Politiker. Ich meine, glaubt ihr denn wirklich, der ist jetzt anders? Also insbesondere von den Kritikern Putins verstehe ich das eben nicht. Was haben sie denn erwartet? Haben sie jetzt erwartet, dass der ist ehrlicher als Angela Merkel, als Olaf Scholz? Also, er ist ein Ja, Politiker. Hallo. genau. Ja. Und in dem Zuge hatte ich auch noch was, einen schönen Ausspruch, den gab es von dem Politologen John Mersheimer von der Universität Chicago, gerade was die NATO-Osterweiterung, wenn man das ummünzen würde. Man stelle sich die Empörung in Washington vor, wenn China ein mächtiges Militärbündnis schmiedete und versuchte, Kanada und Mexiko dafür zu gewinnen. Ja? Eben, da werden die Amerikaner ja auch nicht sagen, ja, interessiert uns doch nicht. Die tun vielleicht erstmal so ein bisschen abgebrüht, ja, sagen, ey, das sollen sie doch machen, ja. Aber im Endeffekt sehen die natürlich dann ihre Machtposition gefährdet. Vielleicht noch eine Person, und zwar wird immer gesagt, Alexander Dugin ist ja ein Berater oder war Berater Putins, und da war dann auch ein sehr verstörendes Zitat, dass Dugin gesagt hat, ja, also wenn Russland quasi diesen Konflikt nicht gewinnt, also wenn ich mich recht entsinne, dann würde man quasi mit Hilfe der Atombombe alle anderen Länder auch noch mitnehmen. Klingt für mich ziemlich krank. Wie ist denn die Person Dugin oder wie ist der Einfluss von Dugin auf Putin zu werten? Kannst du das irgendwie einschätzen? Also das kann keiner natürlich konkret sagen. Ne? Also beide behaupten, dass sie also sich gar nicht kennen. Und trotzdem ist es natürlich so, dass das muss man auch anerkennen oder das muss man sehen, dass vieles von dem, was Dugin seit insbesondere dieser Zeit 2013 von sich gegeben hat, vieles also in der Politik umgesetzt worden ist, dass man das auch das Militär sein Buch zur Grundlage der Geopolitik zur Pflichtlektüre erklärt hat. Das ist also auch bezeichnend. Also er ist sicherlich kein No-Name, er ist nicht irgendjemand, er ist wirklich eine einflussreiche Person in Russland, aber nur eine von vielen, das muss man auch dazu sagen, denn es ist ja ähnlich so wie bei uns, wenn, also Dugin ist jetzt kein Oligarch, aber er ist natürlich auch verbunden mit Oligarchen. Es wird ja hier im Westen immer sehr gerne von den russischen Oligarchen gesprochen. Aber ich frage mich jetzt, wer ist denn Mark Zuckerberg? Wer ist denn Bill Gates? Was sind denn das für Leute wie George Soros? Sind das nicht auch Oligarchen? Ein Oligarch ist jemand, also das bedeutet Oligarchie, Herrschaft der wenigen, also wenige, die Herrschaft inne haben. Und die haben natürlich auch unterschiedliche Interessen und genauso ist es dort. Es gibt unterschiedliche Oligarchen, es gibt unterschiedliche Interessengruppen. Und Dugin selbst gehört auch zu Gruppen, wo es Schnittmengen gibt mit anderen Gruppen wiederum, also mit anderen Strömungen, die teilweise ganz, ganz andere Interessen vertreten oder verfolgen als Alexander Dugin. Und so eine Aussage, ich will jetzt niemandem Angst machen, aber die Aussage, die er getätigt hat, beziehungsweise auch das, was der Wladimir Putin gesagt hat, also mehrfach deutlich gemacht, beziehungsweise auch der Lavrov, dass sie auch von Atomwaffen Gebrauch machen werden, also sinngemäß auch gegenüber dem Macron gesagt haben, pass auf, Kollege, bevor der Krieg mit der NATO angefangen hat, bevor ihr merkt, dass er angefangen hat, ist er schon längst vorbei. Ja? Und das mag jetzt aus unserer Sicht irgendwo ganz, ganz schlimm klingen. Und ich gebe auch zu, das ist natürlich etwas, was dem normalen Menschen irgendwie mit Besorgnis überfällt. Das verstehe ich auch. Aber man darf auch einfach eins nicht vergessen. Also Russland steht gerade jetzt hier
vor einer Zäsur, also sowohl innenpolitisch wie auch außenpolitisch. Und wenn es tatsächlich zu einem Krieg mit der NATO kommt, das ist natürlich Russland klar, weil diese Leute, die sind, ich denke schon, dass der Kreml oder dass im Kreml weitaus intelligentere Leute arbeiten, als das hier bei uns im Reichstag der Fall ist. Die verstehen schon etwas von Geopolitik und die wissen natürlich auch, dass sie der NATO gegenüber militärisch, was die konventionelle Kriegsführung anbelangt, unterlegen sind. Aber wo sie überlegen sind, sogar eindeutig überlegen sind, das ist natürlich die atomare Macht. Denn da ist Russland unangefochten hier auf dem eurasischen Kontinent die absolute totale Macht. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass wenn Russland möchte, können sie in binnen weniger Stunden tatsächlich, ich will hier niemanden Angst machen, aber das ist nur eine Tatsache, in weniger Stunden die Großstädte und die militärischen Angriffsziele nicht nur hier in Deutschland, sondern in ganz Europa vernichten. Da haben wir gerade mal ein, zwei Raketen abgeschossen. Da ist schon der Großteil unserer militärischen Angriffsziele, also deren Angriffsziele, unsere militärischen Basen, die für sie gefährlich werden könnten, vernichtet. Also das muss man einfach so deutlich sagen. Und die sind ja einfach jetzt an einem Punkt, wo sie deutlich machen wollen und vielleicht auch ein Alexander Dugin, ich will es nicht entschuldigen, es ist einfach ganz nüchtern betrachtet, was würde ich tun? Also wenn ich jetzt tatsächlich hier so an einem Punkt bin, wo ich merke, also ja, langsam die Luft wird immer enger, ja, also die NATO mischt sich ein hier in die Ukraine. Das möchte ich nicht, weil es einfach für mich gewisse Interessen gibt, die da bewahrt werden müssen. Und dann, das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl, um zu sagen, Leute, ihr überschreitet gerade eine rote Linie. Und wenn ihr das tut, dann werden wir tatsächlich so weit gehen. Wäre Also, ihre quasi verbrannte Erde. ja, das wäre wirklich fatal für uns, für die natürlich auch nicht schön. Aber darauf werde ich nachher auch noch eingehen. Oder ich habe ja hier auch eine Karte mitgebracht, das können wir später dann mal uns anschauen. Wenn wir uns die ganze Lage Russlands ansehen, dann ist das für Russland essentiell. Das ist ja ein Kampf um Überleben. Also viele Leute, die jetzt hier sagen, wenn ich das noch kurz ausführen darf, dieses Land ist doch so unglaublich riesig, es ist doch so unglaublich groß. Warum brauchen die denn jetzt noch mehr Land? Warum brauchen die denn jetzt noch die Ukraine? Wobei ich jetzt hier nicht behaupten möchte, dass Russland die Ukraine einverleiben möchte. Das ist ja nur Spekulation. Das ist eine berechtigte Spekulation und ich will auch nicht behaupten, dass es nicht auch Leute gibt innerhalb des Kremls, die das wollen. Aber das ist momentan, kommt das überhaupt gar nicht in Frage, die Ukraine wirklich sich einzuverleiben, weil man selbst nicht in der Lage ist, dieses riesige Land zu kontrollieren, zu regieren. Also wir haben insbesondere in den Städten sehr viele, haben wir Warlords, ja, die irgendwie in Zusammenarbeit mit der Regierung arbeiten, weil man überhaupt nicht in der Lage ist, dieses riesige Land zu kontrollieren. Das muss man einfach so deutlich sagen. Aber was ganz wichtig für Russland ist, es ist ein riesiges Land. Aber schau mal auf die Karte. Russland ist ja umgeben von Feinden. Also im Grunde sind nur wir oder von potenziellen Feinden. Also sie ist ja nur, ist ja eingekreist von Nachbarn, mit denen sie sich gut stellen müssen. Und wir, gerade wir Deutschen, müssten das eigentlich verstehen, weil wir sind ja noch schlimmer dran. Ja, also wir haben eine ähnliche Situation wie Russland. Wir sind umgeben, also wirklich tatsächlich außer im Norden mit den Meeren, aber dann kommen ja auch schon wieder die Inseln von potenziellen Feinden, mit denen Der wir uns Fluch der irgendwie gut stellen Mittellage müssen. halt, ne? Ganz genau. Und das ist Russland. Russland ist es ähnlich. Und jetzt ist aber der Nachteil für Russland. Russland ist ja so groß. Russland hat riesige Grenzen mit diesen Ländern. Mit der Ukraine, wohlgemerkt, über 2000 Kilometer lang. Ja, wie willst du denn militärisch so eine riesige Lage kontrollieren? Das geht nicht. Und das muss man einfach auch verstehen. Und deswegen sind die Karpaten zum Beispiel im Westen, jetzt auch von Moskau aus gesehen, beziehungsweise auch im Westen der Ukraine, sind die Karpaten ein sogenannter Sicherheitsgürtel in den Westen. Genauso wie du halt in Kasachstan dort, beziehungsweise in dieser südlichen Region, die Gebirge hast, da, die, jetzt komme ich nicht auf das Gebirge, auf den Kaukasus, ne, ganz genau. Ja, der Kaukasus und dann halt eben die Himmlischen Berge, ja, im Südosten dort, in dieser Region. Das sind Sicherheitsgürtel, die Russland benötigt, sie müssen sozusagen irgendwie Kontrolle beziehungsweise eine gewisse Neutralität dieser Länder wissen, ja, damit sie diese Sicherheitsgürtel als ihre bezeichnen oder betrachten können, damit sie nämlich nicht so einfache Beute sind. Dieses riesige Land, das rohstoffreich ist,
Ja, und wie ich schon gerade eben sagte, auch in der konventionellen Kriegsführung tatsächlich der NATO unterlegen ist, ist rein aus dem reinen Überlebenstrieb total angewiesen auf diese Regionen. Das muss man einfach verstehen, wenn man das wirklich nüchtern betrachten möchte. Es ist jetzt keine Für- oder Kontra-Haltung, das ist jetzt nicht wertend gemeint, das ist einfach, das muss man einfach mit auf den Tisch bringen. Ja, gut. Dann lass uns doch mal über die ukrainische Identität sprechen. Das ist natürlich für uns erstmal sehr, sehr positiv als Rechte, wenn da die Ukrainer als sich als nationales oder als Schicksalsgemeinschaft, nationale Schicksalsgemeinschaft begreifen und für ihre Souveränität streiten. Na, so. Nun ist es ja so, wie würdest du das einschätzen, das Verhältnis Ukraine-Russland aus dem Blickwinkel rückschauend aus der Geschichte heraus? Also kann ich da etwas ausholen? Ja, mach, wir haben Ja, Zeit. weil das ist wirklich eine sehr gute Frage und zugleich auch eine extrem komplexe bzw. unterkomplexe sogar. Denn es ist ja bekannt, dass Russland und Ukraine, das ist ja auch, wird auch vom Westen häufig so gesehen, wenn wir ganz ehrlich sind, bis vor wenigen Wochen haben die meisten Leute, der Durchschnittsbürger wahrscheinlich gesagt, eine Ukraine ist doch eigentlich ein westlicher Russe. Ne? Also das ist natürlich so einfach nicht, aber es ist bekannt, dass Russland und die Ukraine eine sehr lange Geschichte miteinander haben. Und das geht auch wirklich sehr, sehr weit zurück. Also zu der ukrainischen Identität ist erst einmal Folgendes zu sagen. Es gibt sie und es gibt sie zugleich nicht. Es gibt nicht eine ukrainische Identität. Da verweise ich auch wieder, vielleicht können wir das dann hier verlinken, dann unter dem Video. Ein sehr guter Artikel von Dominik Schwarzberger auch an der Stelle, der ja in unserem Bereich hier immer sich viel mit Identitätsforschung und Ethnologie auseinandersetzt. Und der hat einen Artikel über den Konflikt der Ukraine oder Ukraine-Russland verfasst und hat da schon dargestellt, also vor einigen Jahren schon veröffentlicht bei uns auf dem Blog. Ich glaube, das war 2017 oder 18, müsste jetzt lügen, ich weiß es nicht mehr genau. Und da hat er auch diese identitäre Problematik dargestellt, denn die Ukraine, also wir betrachten das jetzt aus geopolitischer Sicht viel hier, ja, diesen Konflikt. Aber ja, der Konflikt ist überfällig gewesen. Das spielt diese Identitäre und auch das Religiöse eine ganz erhebliche Rolle. Das wird nur nicht gesehen. Denn die Ukraine ist in sich extrem gespalten. Es gibt diese ukrainische Identität so nicht. Aber es Es gibt doch gibt. eine, ganz kurz, es gibt eine ukrainische Sprache, es gibt dort Trachten zum Beispiel. Also das ist ja schon was Eigenständiges, oder? Ja, also ja und nein. Es gibt ukrainische Sprachen bzw. Dialekte und es gibt auch unterschiedliche Trachten. Das ist ja natürlich ähnlich wie bei uns in Deutschland, ja, aber doch noch etwas anders. Also, weil die Ukraine ich habe ja gesagt, ich muss ein bisschen ausholen. An sich beginnt die Geschichte der Ukraine und übrigens auch Russlands, ja, irgendwo im 8., 9. Jahrhundert nach unserer Zeitrechnung. In dieser Zeit hat sich nämlich in der heutigen Region um Kiew herum haben sich Handelsniederlassungen gebildet, die entstanden sind wahrscheinlich durch Schweden, durch Varäger, also Wikinger, die hier Handel betrieben haben. Im Süden haben zu dem Zeitpunkt übrigens auch schon Juden, haben Tataren gelebt, haben ganz andere Ethnien gelebt als das, was wir heute unter ukrainisch verstehen, die aber heute übrigens noch ein Bestandteil und sogar ein ganz erheblicher Stand dieser ukrainischen Identitäten ausmacht. Und ja, das ist ja so eine Legende, dass ich glaube, das war sogar ein schwedischer Fürst, der sollte, der also es, man hat also diese Region da um Kiew herum, die hat man, dort haben sich also diese Varäger niedergelassen und hat dort also keine einheitliche Staatsgebilde gehabt oder so etwas. Wie Staatsgebilde hat man ja damals noch nicht gehabt, aber so Fürstentümer und man soll dann angeblich ein schwedisches Fürstenhaus befragt haben oder gefragt haben, ja, könnt ihr denn hier nicht jemanden schicken? Und dann soll das angeblich ein gewisser Rurik gewesen sein. Und Rurik, also das ist der Gründer der Kiewer Rus, ja, da kommt auch der Begriff der Russen. Das waren die Kiewer Rus, die haben sich dort niedergelassen. Und dieser Rurik,
Der soll auch der Begründer der Rurikiden-Dynastie gewesen sein. Und die Rurikiden, dazu gehören unter anderem Ivan der Dritte und Ivan der Vierte. Also Ivan der Vierte ist Ivan der Schreckliche. Also das sind ja eindeutig auch heute aus unserer Sicht russische Zaren. Ja? Und diese haben sich also als Nachfahren dieses Ruriks auch betrachtet. Denn im Zuge der Zeit, also kam es dazu, dass Kiew war sozusagen auch die Wiege Russlands, könnte man sagen. Ja, das ist wirklich die Wiege der russisch-ukrainischen Geschichte und auch weißrussischen Geschichte wahrscheinlich. Und jetzt kam es aber im Zuge der Mongolenstürme, die ja tatsächlich sehr lang gingen und die tatsächlich erst richtig mit Ivan dem Schrecklichen endeten, kam es in dieser Zeit zu einer Verschiebung, weil viele Leute sind in den Norden, Nordosten geflohen nach Moskau. Ja, und dann hat sich also die Macht verschoben von Kiew nach Moskau. Und damit das ist die Zeit der Moskowiten gewesen, ja, das Moskowitenreich. Und da sind auch die Rurikiden. Also da haben sich diese Rurikiden, die haben sich auf diese Rurik bezogen, ja. Und insbesondere also unter Ivan dem Dritten, also das ist Ivan der Große gewesen, kam es dann auch zu dann wieder einer Wiederbelebung der Ukraine, weil die Ukraine ist dann im Zuge dieser Mongolenstürme den Tataren, den Mongolen, später dann auch, das hängt dann auch mit den Tataren zusammen, mit dem Osmanischen Reich zum Teil oder von Menschen aus dem Osmanischen Reich besiedelt worden, insbesondere die Krim, ja. Der ganze südliche Teil, der war also stark dann auch von Turkvölkern bevölkert. Das ist es übrigens heute noch. Ja, das gehört auch zur Wahrheit. Und dann hat Ivan der Große damit angefangen, das nennt man auch heute noch in der russischen Geopolitik, die russische Erde wieder einzusammeln, gen Westen. Ja? Also tatsächlich die Tataren zu bekämpfen, die Mongolen zu beseitigen oder dort aus der Region zu trennen. Und hier unter Ivan dem Großen und später dann unter seinem Enkel Ivan dem Schrecklichen, der wohlgemerkt, das ist auch mal hier so ein kleiner Link, Ivan der Schreckliche ist eigentlich auch eine falsche Übersetzung. Die eigentliche Übersetzung hieß Ivan der Strenge, beziehungsweise Ivan der Furchteinflößende. Das kam vom Gewitter her. Das Gewitter, was furchteinflößend ist, da kommt sein Name her. Und das ist im Russischen eigentlich was Positives. Also jetzt ist nicht, es ist eigentlich was Gutes im Russischen. Ja? Also zumindest was Fürsten Ja, anbelangt, was ja, die die Gegner. Tugenden, genau, die Ja. Tugenden der Herrscher betrifft. Genau, richtig. Und natürlich machiavellistisch betrachtet, das ist klar, aber für Russland war das immer eine Lösung. Und die Großen unter ihnen waren nun mal immer solche Leute, die dann auch etwas rabiater waren, womit ich das jetzt nicht entschuldigen möchte, was er insbesondere in der zweiten Hälfte seiner Regierung gemacht hat. Das war schon wirklich ganz schön heftig. Aber trotzdem, in dieser Zeit ist Russland zu dem geworden, was es heute ist, nämlich ein Vielvölkerstaat. Oder ein Vielvölkerreich, besser gesagt, ist mehr als ein Staat, ist ein Reich geworden, ein multiethnisches Reich, das steht außer Frage. Und dazu gehören eben auch die Völker, die in der Ukraine leben. Dort lebt nicht ein ukrainisches Volk. Es tut mir wirklich leid für diejenigen, und ich sympathisiere selber auch mit diesen Bewegungen dort, wie das alles sich entwickelt. Es ist sehr sympathisch, wie sich Leute freiwillig dort melden, um ihr Land zu verteidigen. Das finde ich sehr sympathisch, aber genauso sympathisch finde ich das auch, wie ein US Marine, auch wenn er schwarz ist, sich für sein Land einsetzt. Auch wenn das jetzt mal ja, vielleicht eine andere Konstellation da sein mag, aber ich finde das allgemein sympathisch für Menschen, also sich für eine Sache tatsächlich hingeben. Und sind wir aber ganz ehrlich, insbesondere was die Westukraine anbelangt, die ist großenteils, die ist eine Zeit lang polnisch-litauisch gewesen. Sie ist von Österreich sehr stark beeinflusst worden. Sie ist überhaupt erst entstanden, wirklich dann nach dem, es ist also eigentlich ein Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg, ist dann, naja, es gab diese Geschichte zwischen Polen, Litauen und der Westukraine, hängt einfach miteinander zusammen und endgültig kam dann tatsächlich mit dem zweiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg, beziehungsweise dann, als die Ukraine noch unabhängig war, da erkennen wir sie ja seitdem an. 91 war das ja, glaube ich. Und die Westukraine
ist entstanden durch Galizien, Volhynien, Transkarpatien, beziehungsweise den Karpaten, der Karpatenukraine und Nordbukowina. So, und Bukowina ist rumänisch, ja, auch da leben heute noch ganz viele Rumänen in Nordbukowina, was also heute zur südlichen Westukraine gehört. Und auch diese Karpatenukraine sowie Galizien, da leben Deutsche, da leben Polen und deswegen die Sprachen dort, die unterscheiden sich nämlich auch wieder relativ stark von dem, was im Zentrum oder was im Süden oder im Osten gesprochen wird, weil da natürlich dann auch polnische Begriffe drin sind, teilweise Litauisch mit drin Also ist. Ich habe quasi selbst Dialekte, die sich dann da ganz entwickelt haben. genau. Und ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass das Ukrainische ein reiner Dialekt ist. Das ist natürlich die Sichtweise der Russen. Es ist aber nachvollziehbar, denn man kann auch nicht sagen, dass das Ukrainische eine eigenständige Sprache ist. Es ist, wenn, dann eine sich entwickelnde Sprache, aber es ist regelrecht konstruiert. Das muss man auch einfach so sachlich sagen, was aber auch nicht ungewöhnlich Ich wollte ist. gerade Ja. sagen, weil was ist denn Sprache Genau. nicht, wenn es nicht irgendwie von Menschen Genau. konstruiert wurde, um sich Genau. halt eben zu verständigen? Richtig, aber das passiert eben gerade, weil sich tatsächlich ein Bewusstsein unter vielen Ukrainern, Menschen, die in der Ukraine leben, entwickelt. Und das möchte ich auch gar nicht absprechen. Deswegen hier ganz deutlich, es gibt mehrere ukrainische Identitäten. Ja, es gibt dort mehrere Dialekte entsprechend auch den Regionen. Und es gibt dort auch unterschiedliche, man kann es wirklich auch anhand der Ethnien und anhand auch der religiösen Ausrichtungen, die du dort hast, erkennen. Und dann gehört einfach auch dazu, dass ein jetzt vielleicht nicht mehr, oder momentan nicht, aber dass sich ein großer Teil der Ukrainer bis vor kurzem vielleicht auch tatsächlich als ukrainisch betrachtet hat, also sowas Ähnliches wie, also die haben sich schon zu einer Nation Ukraine oder zum ukrainischen Staat zugehörig gefühlt, aber als kulturell gehörig zu Russland. Das sind die sogenannten Kulturrussen, ja, und Kann das man das sind. vielleicht vergleichen, wenn ich da mal kurz eingrätsche? In Deutschland gibt es ja auch unterschiedlich aussehende Deutsche, also das sind alles homogene Stämme, also die germanischen Stämme, aus denen das deutsche Volk sich speist. Da hast du ja auch unterschiedliche Ausformungen. Du hast große Blonde, du hast mit dunklen Haaren, also das, was Hans F.K. Günther dinarisch, westisch, ostisch, alpin, nordisch. Und die haben ja auch regional ihre Dialekte. Wenn ich nach Bayern gehe, ne, dann höre ich einen anderen Dialekt. Die haben ein anderes Brauchtum, verstehen sich aber alle als Deutsche, außer jetzt vielleicht die Bayernpartei. Könnte man das denn in etwa so vergleichen? Also wahrscheinlich unter den Kulturrussen ja. Na? Nee, ich meine jetzt das auf die Ukraine bezogen. Also, weil du sagtest ja Also auch, ja, die. so würde ich das ehrlich gesagt nicht sehen. Also eher zwischen dem, was tatsächlich die russisch-ukrainische Identität oder die ukrainisch, also sag ich mal, nee, ich spreche jetzt mal von der ukrainischen Ethnie, ja, Ja. weil sowas gibt es meines Erachtens schon, also beziehungsweise, dass sie sich irgendwie da auch ethnisch, sie verstehen sich ja auch tatsächlich zu großem Teil als etwas anderes oder wenn auch kulturell dazugehörig, ja. Dann eher so zwischen Deutschland und Österreich, ja. Also dass es tatsächlich so eine Beziehung ist, kulturell wie auch politisch gewissermaßen weil viele Österreicher verstehen sich ja tatsächlich trotzdem als Deutsche. Genau. Und es gibt aber auch viele, die trotzdem auch sich als Österreicher, die von der eigenen österreichischen Nationalität und Identität sprechen. Und auch die möchte ich denen auch gar nicht absprechen an der Stelle, weil das einfach etwas ist, das ist ein Gefühl, das kann ich halt nur mal nicht absprechen. Und genauso ist das insbesondere unter den Westukrainern der Fall. Aber das will ich eben damit auch deutlich machen, so einfach ist es nicht. In der Ostukraine leben sehr viele Menschen, die betrachten sich nicht nur als Kulturrussen, so, die betrachten sich als, und die sind doch teilweise auch ethnische Russen, die betrachten sich auch als Russen oder als Pan-Russen. Also sprich, also ja, wir sind die Kleinrussen. Weil es gibt ja auch aus der Geschichte heraus, ist das Moskowitenreich, also Russland, das heutige Russland, ist also das Großrussland, ja, das Russische Reich. Dann haben wir halt eben die kleinen Russen. Und dann haben wir halt eben hier, wenn wir die Ukraine betrachten, die Westukraine. Ja, und diese Kleinrussen, das ist auch keine qualitative
Bewertung oder so etwas. Und das ist aus der Geschichte heraus. Die Westukrainer, die betrachten sich übrigens als Altrussen. Also, dass sie die eigentlich waren, Die also die jetzt Urrussen mal. sozusagen. Ja, genau. Die eigentlich, die nationalistischen Kräfte vorher, da betrachten sich viele als Altrussen, die, die eigentlich das eigentliche Erbe angetreten sind von Rurik, von den Kiewer Rus. Und das Moskowitenreich, das ist ja durch diesen Vielvölkerstaat, durch dieses Multiethnische eigentlich schon gar nicht mehr das, was es einmal war. Und das ist sicherlich auch, das stimmt sicherlich auch, dieser Teil der Geschichte. Aber da muss man einfach auch dazu sagen, ja gut, schaut doch mal, wo eure Geschichte herkommt. Polen, Litauen, Österreich, Bulgarien, Rumänien, Tschechoslowakei, Ja, Osmanisches Reich war auch dabei. also im Süden dann die Tataren, die ja heute immer noch einen ganz gewaltigen Bestandteil ausmachen. Und der Islam ist eine der großen Minderheitenreligionen, die es dort in der Ukraine gibt. Auch die jüdische Religion, also Odessa, war und ist bis heute noch eines der großen Strahlzentren des kassidischen Judentums. Ja. Ja. Also das gehört dazu. Und wir sehen auch innerhalb Ukraine, kannst du halt sehen, dass im Westen leben mehr Katholiken als im Osten. Ja, was natürlich mit der polnisch-litauischen Geschichte, mit der österreichischen Geschichte zusammenhängt. Dann hast du halt viele, viele ukrainisch-orthodoxe Russen, Ukrainer, Entschuldigung. Und dann hast du auch noch die russischen Orthodoxen. Und es gibt aber auch noch die byzantinischen Orthodoxen. Also die Orthodoxie spielt dort die größte Rolle, also religiös. Aber es ist halt eben, es gibt tatsächlich alle drei Kirchen dort, alle drei orthodoxen Kirchen, und die ukrainischen Orthodoxen sind diejenigen, die Moskau nicht als das dritte Rom anerkennen wollten, weil sie tatsächlich sich auch zugehörig fühlen und aus der Tradition heraus sich, was auch nachvollziehbar ist aus der Geschichte heraus, sich irgendwo auch von Russland emanzipieren wollten. Denn das will ich hier, ich weiß, ich hole sehr weit aus, aber es ist nun mal, denke ich, auch notwendig. Es ist ja auch nachvollziehbar, denn es gab immer wieder auch Bestrebungen, logischerweise auch von Unabhängigkeit innerhalb der Ukraine von einzelnen Gruppen. Und genauso gab es auch Bestrebungen von sicherheitsorientierten Zaren und heute auch Putin wahrscheinlich, die diese Sicherheitsgürtel, von der ich gesprochen habe, hier im Westen die Karpaten als Notwendigkeit erachtet haben. Und dann kommt ja auch noch das Schwarze Meer und das Asowsche Meer und auch die Ostsee da oben dazu, wobei die spielt für die Ukraine jetzt natürlich keine Rolle. Dafür ist dann später St. Petersburg gekommen. Aber das hat damals auch unter Iwan dem Schrecklichen eine wesentliche Rolle gespielt, weil natürlich der arktische Ozean im Norden, der ist ja zu großen Teils des Jahres eingefroren und man wollte natürlich immer ein warmes Meer, warme Gewässer, um natürlich auch handlungsfähig zu sein, sowohl militärisch wie auch natürlich wirtschaftlich. Ist das essentiell, auch von der Überlebensnotwendigkeit heraus, ist es essentiell tatsächlich immer für das Russische Reich gewesen, auch diesen Zugang zum Asowschen beziehungsweise auch zum Schwarzen Meer zu bekommen. Und das daher ist immer dieses Spannungsfeld, Unabhängigkeit auf der einen Seite der Ukraine oder von ukrainischen Menschen und auf der anderen Seite dieses Sicherheitsbedürfnis von dem Russischen Reich oder von diversen Fürsten, auch unter dem Peter dem Großen. Das ist übrigens auch so ein ganz wesentlicher Aspekt, der, glaube ich, heute mit reinspielt, weil die Russen sind sehr geschichtsbewusst. Sie haben auch Traumata. Also wir haben ja auch ein Traumata oder haben mehrere Traumata. Haben auch ein Trauma, ist ja auch Zweiter Weltkrieg zum Beispiel, alles, was danach gekommen ist, das spielt ja auch bei uns eine ganz wesentliche Rolle. Oder die Beziehung zu Polen und so weiter. Und genauso haben die Westukrainer das mit Polen, haben sie das aber auch die Ukraine an sich oder viele Menschen in der Ukraine mit Russland, weil sie erinnern sich noch an die Zeit auch unter ganz jüngst die Hungersnöte unter Stalin, Ja, ja. 1932, ne, wo mehrere Millionen Ukrainer ja, kann man sagen, ermordet wurden. Auch unter uns, ja, also wir haben die auch nicht gut behandelt. Die haben uns als Befreier gefeiert im Westen. Es gab Gruppen, die sich auf die sich heute auch noch die Häuptlinge in der Westukraine, insbesondere um Lemberg herum, dort Nationalisten beziehen, also wie Stepan Bandera, die damals zusammengearbeitet haben mit der Wehrmacht und sie als Befreier gefeiert haben. Auch die Bevölkerung hat damals die Menschen, die Deutschen als Befreier betrachtet und ja, sind aber auch nicht so wahnsinnig gut behandelt worden. Also die haben im Grunde genommen dann auch nur das weiter gemacht. Die haben sie vielleicht nicht aushungern lassen, aber sie haben sie auch ausgebeutet. Ja, das Gleiche, was die Sowjetunion zuvor gemacht hatte. Und genauso ist es natürlich, die Russen, die kennen einfach auch aus der Geschichte heraus, die Ukrainer haben mehrfach auch kollaboriert
mit dem Osmanischen Reich und mit den Schweden. Letztes Mal, also und da auch Alexander, sag ich schon, na, Peter dem Großen mit den schwedischen Fürstenhäusern zusammengearbeitet. Das ist ein Trauma, was auch innerhalb der russischen Politik eine Rolle spielt. Das darf man nicht vergessen. Ja, das ist ein gewaltiges Trauma. Genauso wie es ein Trauma ist, dass man nach 1990, 91 sich nicht an die mündlich gemachten Zusagen gehalten hat, nämlich der NATO-Ausarbeitung. Ja, im Nachhinein wollte Peter noch was hinzufügen und deswegen kommt das an dieser Stelle noch rein, gerade zum Thema Identität. Da war dir noch wichtig, was klarzustellen. Ja, genau. Also es kam jetzt vielleicht ein bisschen rüber, als wenn ich die ukrainische Identität jetzt an sich leugne oder bestreite. Das will ich natürlich nicht. Ganz im Gegenteil. Nur müssen wir verstehen, dass es mehrere Identitäten gibt. Trotzdem gibt es so etwas wie auch ein Stück weit ein positives Verständnis von dem, wie sich die Ukrainer verstehen. Also ich will jetzt nicht bestreiten, dass es auch solche Leute wie Taras Schewtschenko gab, die auch, der ja nun als ukrainischer Nationaldichter gilt. Und gleichzeitig muss man aber eben auch hervorheben, es ist halt eben alles noch im Werden. Und außer Taras Schewtschenko ist da jetzt tatsächlich nicht so wahnsinnig viel an positivem Bild, wie sich die Ukrainer selbst sehen, zu finden. Zumindest kann ich da jetzt als Außenstehender nicht so wahnsinnig viel nachvollziehen. Dennoch möchte ich nicht bestreiten, dass es hier so etwas wie ein positives Verständnis auch von dem gibt, was die Ukraine oder was der Ukrainer sein soll. Das will ich hier wirklich tatsächlich an der Stelle nochmal ganz, ganz deutlich gesagt haben. Gut, alles klar, vielen Dank. Und jetzt geht's weiter mit dem ursprünglichen Gespräch. Ja, dann würde ich auch da jetzt mal, weil wir jetzt schon recht lange sprechen, auch da zum nächsten Punkt Entschuldigung. nochmal kommen. Nee, ist ja in Ordnung. Vielleicht mache ich auch einen Zweiteiler draus. Das ist ja alles hier sehr spontan, wie wir das machen. Und je nachdem, wie sich das entwickelt, ich denke mal, so ein 3-Stunden-Gespräch, das teile ich dann auf. Ja, jetzt kommen wir mal drauf auf die Auswirkungen des Konflikts auf die Rechte. Wir hatten es am Anfang schon mal angesprochen, jetzt hast du es auch nochmal in den Mund genommen, die NATO-Osterweiterung. Man hatte mich ja auch dann der Kreml-Propaganda bezichtigt, zum Beispiel, als ich auch darauf hingewiesen habe, dass wir ja immer noch die Feindstaatenklausel haben und wenn dann quasi die Russen ja einmarschieren, hätten sogar noch das Völkerrecht auf ihrer Seite. Also das urrechte Narrative und plötzlich war ich dann auch Kreml-Sympathisant oder halt eben diese NATO-Osterweiterung, wo wir ja jetzt gesehen haben, Putin hat zwar gesagt, ja, das tangiert mich alles gar nicht, also vor 20 Jahren hat er das gesagt, aber im Endeffekt realpolitisch kann er das ja nicht einfach so laufen lassen. Ne? Wir hatten ja auch NATO-Übungen in der Ukraine mit ukrainischen Soldaten. Dann die Einkreisung findet ja tatsächlich statt. Raketenstützpunkte auch in Polen von seitens der NATO. Also also ich habe jetzt so den Eindruck, dass auf einmal so diese, sagen wir mal, diese Westpropaganda unhinterfragt übernommen wird. Oder wie siehst du das? Wie würdest du das einschätzen? Oder wie sind da deine eigenen Erfahrungen? Ich meine, du hast ja sicherlich auch die ein oder andere Diskussion gehabt. Pro und Contra für Russen, für Ukrainer. Ja, ich habe sehr viele Diskussionen gehabt, weil ich dazu, weil, also ich bin ein allgemeiner Mensch, was Auslandsthemen anbelangt. Da maße ich mir nicht an, hier irgendwie eine Rolle oder die Rolle eines Parteiergreifenden zu übernehmen. Ich kann das emotional zwar gut durchaus nachempfinden, nachvollziehen. Ich versuche mich aber davor zu bewahren. Das zieht mir, glaube ich, manchmal sehr viel Kritik, ziehe ich damit auf mich. Viele mögen das dann nicht und sagen, es ist dann so ein bisschen aus der Kalten, ja, so ein bisschen machiavellistisch. Ich sehe das jetzt persönlich nicht so, weil ich bin ja nicht in der Position und habe auch nicht die Notwendigkeit, jetzt tatsächlich den reinen Machiavellismus hier zu betreiben. Aber auch hier aus der moralischen Sicht heraus finde ich das immer so eine Sache, wie sich die Leute
Also es ist immer einfach, vom warmen Sessel heraus und wenn man selber nicht betroffen ist, moralisch eine Seite einzunehmen. Das ist sehr einfach, hilft aber nur den Leuten, die davon betroffen sind, nicht. Ne? Und ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass die Leute sehr emotional sind. Deshalb passiert etwas, was jetzt auch nicht ungewöhnlich ist, es ist vollkommen menschlich, dass wir Menschen übernehmen nun mal die Argumente und Positionen, die unseren Positionen näher liegen. Und wir ignorieren automatisch auch das, was irgendwie unseren Positionen zuwiderläuft. Das ist was vollkommen Normales. Das macht unser Gehirn ganz automatisch. Das nennt der Neuropsychologe die Dissonanztheorie, die Beseitigung kognitiver Dissonanz. Ich glaube, wir hatten das Thema auch schon ein, zweimal. Und genauso, wenn ich das hier so sehen, genauso wie mit dem Corona-Thema, die Leute wollen dann einfach nicht mehr wirklich die Wahrheit wissen. Das ist auch nicht ungewöhnlich. Und dieses Thema, dass man jetzt plötzlich diese Westpropaganda, und es ist tatsächlich an der Stelle Westpropaganda, großen Teil zumindest, aufnimmt, zumindest, also ich finde das jetzt nicht schlimm, dass man sich mit dieser Propaganda auseinandersetzt, das mache ich ja natürlich auch. Aber das zumindest nicht unvoreingenommen, beziehungsweise dass man das hinterfragt, ja. Das ist zumindest, das halte ich schon, das ist schon schade, muss ich sagen. Denn ich habe jetzt auch, mir haben Leute gesagt, ja, jetzt Sachen, die ich jetzt hier gerade zum Beispiel geschildert habe, das wäre doch Moskauer Propaganda, das wäre Kreml-Propaganda. So, erstmal konnten sie mir nichts Gegenteiliges sagen, weil sie sich damit geschichtlich nie auseinandergesetzt haben. Das muss man einfach so deutlich sagen. Die meisten Deutschen, auch die Rechten, haben von der osteuropäischen Geschichte fast gar keine Ahnung. Nicht mal über die polnische Geschichte, obwohl Polen direkt nebenan liegt. Ja, also wissen die meisten so gut wie gar nichts dazu, obwohl wir ganz viel Geschichte mit diesen Völkern teilen. Und das Zweite ist auch, dass diese Leute, was denken die denn eigentlich, wenn die jetzt sagen, das hast du bei Russia Today gelesen? Ja, natürlich ist das Propaganda. Aber es ist überall Propaganda. Wir werden so gut wie nur Propaganda finden. Also ich meine, wir leben in einem Zeitalter, wo das Robert-Koch-Institut uns irgendwelche Geschichten erzählt. Ja, also kann ich mich nicht mal mehr darauf beziehen, dass das jetzt irgendwo ein unabhängiger Think Tank gemacht hat, der total wissenschaftlich agiert, sondern ich muss davon ausgehen, dass alles Propaganda ist. Und ich habe nur die Eigenverantwortung, das trotzdem am Ende zu hinterfragen. Und deswegen sage ich dann, wenn Leute mir sagen, ja, du hast es jetzt bei Russia Today Deutsch oder so gelesen oder wo auch immer, dann sage ich, ja, habe ich. Das habe ich, das stimmt. Aber ich versuche dann wenigstens auch die andere Seite zu lesen und zu verstehen. Und ich nehme die genauso ernst oder genauso wenig ernst wie die andere Seite. Ich versuche keine besser zu betonen. Ich versuche es zumindest, ja. Und ich glaube, dass viele das hier an der Stelle auch getan haben. Denn insbesondere was diese NATO-Osterweiterungsthematik anbelangt, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Das ist doch alles offenkundig. Es gibt diese schriftlichen Bekundungen, gibt es nicht. Das ist wahr. Das war ja zwischen Außenminister Baker und Gorbatschow damals, ne? Ne, genau. Der James Baker. Das war der Chefdiplomat, der die Verhandlungen führte auf amerikanischer, US-amerikanischer Seite. Und der hat, also es gibt mehrere Aufzeichnungen, wie er das öffentlich gesagt hat, ja. Also wie er öffentlich kurz danach gesagt hatte, dass es also diese mündliche Zusprache gibt. Die wurde dann nie bekräftigt. Ich finde auch interessant, also ich hatte jetzt im Zuge dieser ganzen Sache kam ja viel auf, ne? Und da habe ich mir auch mal einen Propagandasender angeschaut, nämlich die ARD. Und die ARD hatte auch eine schöne Dokumentation rausgebracht, wo sie sich wirklich jetzt ganz aktuell, ne? Da hatten die eine Dokumentation gebracht, wie weit stimmte das eigentlich mit dieser Osterweiterungsgeschichte, ja? Also inwieweit haben die das tatsächlich damals zugesagt? Und da haben die viele, also die damals maßgeblichen Akteure, die noch Leben waren zu dem Zeitpunkt, wo man sie interviewt hatte, die hat man zusammengebracht und hat man wirklich mit denen Interviews geführt und hat dann irgendwie der ganzen Sache hat man versucht nachzugehen. So, und da ist interessanterweise auch die Reportage zu der Erkenntnis gekommen, es ist wenigstens nicht ganz auszuschließen. Also, ich meine, gesagt wurde es. Es wurde da eindeutig gesagt, es ist nur nicht schriftlich festgehalten. Und es gibt hier auch einen gewaltigen Unterschied zwischen den anderen baltischen Staaten und der Ukraine.
Ja, die anderen baltischen Staaten, die haben sich natürlich auch sind in die NATO aufgegangen. So. Aber zu einem Zeitpunkt, wo Russland selber tatsächlich nicht die Stärke hatte, sich dagegen zu behaupten oder dagegen irgendetwas zu tun. Denn insbesondere 1991, nach den versoffenen Jahren von Jelzin, war Russland nur noch ein Schatten seiner Ja, wollte selbst. ich gerade sagen, die hatten ja einen Selbstfindungsprozess. Die mussten sich ja selbst erstmal komplett neu organisieren. Ganz genau, ganz genau. Und die hatten also erstens keine Möglichkeit. Das heißt also, diese NATO-Länder, die baltischen NATO-Länder, die sich dort integriert haben lassen, was aus deren Sicht übrigens auch nachvollziehbar ist, weil sie natürlich keine Lust hatten wieder auf die Sowjetunion. Die hatten auch ihre schlimmen Erfahrungen damit, was man einfach menschlich wieder nachvollziehen kann. Aber es zeigt eben auch auf, die hatten ja gar keine andere Wahl. Und genauso hatte die Ukraine keine andere Wahl, weil diese Länder, und das gehört zur geopolitischen Wahrheit dazu, das ist, wenn man das ganz emotional, unemotional betrachtet, Entschuldigung. Es gibt nun mal Länder, die sind souverän, es gibt Länder, die sind suverän. Ja, es gibt Länder, die können sich tatsächlich aussuchen und die haben selber, sind Akteure und können auf dem geopolitischen Schachbrett haben was zu melden oder können irgendwie verhandeln. Und da gibt es diejenigen, die können vielleicht auch verhandeln, aber nur bis zu einem gewissen Grad. Also die haben immer irgendwo eine obere Hoheit, einen anderen Souverän über sich und müssen deshalb einen gewissen Teil ihrer Souveränität abgeben. Und das ist hier nun mal auch der Fall mit diesen Ländern, weil die nicht stark genug alleine sind. Das ist ein Fakt, ja. Ja. Das können wir jetzt, wir können das jetzt romantisieren und so tun, ja, aber das ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist alles ganz nett, aber es entspricht nun mal nicht der Wahrheit. Es entspricht nicht der Realität. Es entspricht unseren Idealen und das verstehe ich auch und das ist auch gut so. Es bringt uns aber hier alle nicht weiter. Niemand bringt das hier weiter. Das, was wir jetzt gerade erleben, das ist, wir unterstützen, der Westen unterstützt die Ukraine in einem Krieg, den die Ukraine nicht gewinnen kann, wenn nicht ein Wunder innenpolitisch in Russland passiert, auf der einen Seite oder die NATO sich einmischt und wir dann wahrscheinlich alle wirklich bald hier Feierabend sagen können. Das heißt, mit jedem Tag, den dieser Krieg weiter aufrechtgehalten wird, sterben immer mehr Menschen. Nicht nur auf der ukrainischen Seite, sondern auf der russischen Seite übrigens auch. Ja, also das sind beides übrigens zumindest europäischstämmige Völker. So, und ich weiß nicht, wie man das gut finden kann. Also ich finde das nicht gut. Ich finde das grundsätzlich will, dass das so schnell wie möglich dort beendet ist. Ja, ich persönlich, das ist meine persönliche Meinung. Dann gibt es noch einen anderen Aspekt. Die anderen Länder, die also jetzt bereits schon in der NATO sind, in der NATO integriert worden sind, die haben bei weitem nicht so eine große, so eine lange Grenze mit Russland. Also wenn man jetzt mal hier nach Estland und Lettland hier uns anschauen, die haben ja hier Grenzen, da reden wir hier über 400, 500, 600 Kilometer. Die kann Russland einfach verteidigen. Aber wenn wir uns da die Ukraine angucken, wie ich das erst schon gesagt habe, mit über 2000 Kilometer, da reden wir von ganz anderen Dimensionen. Und deswegen ist das auch eine ganz, ganz andere Geschichte. Das kann sich ein wirklich eine verantwortungsbewusste Regierung nicht leisten. Du hast gerade angesprochen, die militärische Überlegenheit der Russen. Jetzt lesen Auf wir aber atomarer ständig, Sicht, ja. Oder bitte, jetzt gegenüber der Ukraine meinst du jetzt? genau, der Ach so, Ukraine, ja. weil jetzt lesen wir ja ständig vom Stagnieren des russischen Vormarsches. Die Ukrainer machen wieder oder gewinnen wieder Land hinzu. Wie passt das zusammen? Ja, also ich muss sagen, ich bin, also was die Medien im Westen angeht, das ist ja nicht ganz unbekannt, die sind sowieso sehr, sehr schwierig in den letzten 2 Jahren gewesen. Und gerade was jetzt dieses Thema anbelangt, muss ich dir sagen, da gebe ich nichts mehr drauf. Ich gebe darauf gar nichts, ich lese mir das auch nicht mehr durch, es bringt mir nichts, ich komme nicht voran, weil die Kontakte, die wir vor Ort haben, die sagen uns teilweise vollkommen Gegenteiliges, wenn ich mir russische Propaganda möglicherweise dann mal wieder anschaue, erfahre ich auch das Gegenteilige. Ich kann nur versuchen, bestimmte Sachen, die hier behauptet werden, wie zum Beispiel, dass in Russland darüber nicht berichtet wird und so weiter, da kann ich mir einfach ein eigenes Bild von machen. Ich meine, ich habe letztens einfach jemanden gefragt aus Russland, der sagt mal, stimmt das? Und dann, zack, hier, hat er mir einfach mal ein paar Sachen rübergeschickt. Hier, guckt ihr, das wird alles ganz offen darüber berichtet. Natürlich nicht so offen. Wir brauchen uns hier auch nicht in die Taschen lügen. Russland ist kein, also da haben wir wahrscheinlich jetzt auch nicht
Also da nehmen diese beiden Zivilisationen in sich auch nicht so viel, ja, was das anbelangt. Aber die Ja, sind halt das eben erste Opfer im Krieg ist die Wahrheit, ne? Ist nun mal richtig, so. richtig, genau. Deswegen kann ich dir das auch abschließend nicht sagen. Ich weiß nur eins, dass ich nicht derjenige bin, der jetzt auf irgendwelche Meldungen von einem von diesen beiden Seiten hört. Ich warte ab und ich schaue mir an, wie das verläuft. Und wir werden am Ende, wenn wir schlauer sein, wenn das alles hier vorbei ist. Und daher halte ich mich da jetzt zurück. Also diese ganzen Aussagen kann ich nicht einordnen. Also ich kann, es sieht alles danach aus, als wenn Russland sich völlig verzockt hätte. Ja, und das kann auch möglich sein, wenn das auch sehr, aus meiner Sicht sehr merkwürdig klingt, dass die Logistik Probleme haben vor der eigenen Haustür. Also ich entschuldige mal bitte. Ich weiß nicht, wie das zusammenpasst, aber es kann natürlich tatsächlich möglich sein, dass die Russen darauf nicht gefasst waren, oder die russischen Soldaten darauf nicht gefasst waren, auf diese Widerstandsfähigkeit auch der ukrainischen Bevölkerung. Das kann ich daher abschließend nicht sagen. Wir wissen es nicht. Gut. Nochmal zurück. Also wir hatten jetzt den Themenkomplex Auswirkungen des Konflikts auf die Rechte. Also ich denke mal, da stimmen wir beide überein, dass man da versucht halt, ja, eine unemotionale Vogelperspektive, heißt es immer so schön, dass das bei allem Verständnis für die eine oder andere Seite eigentlich das Ziel sein sollte, dass man sich jetzt nicht noch untereinander verzettelt. Und den Widerstand quasi. Also ich muss ja sagen, es gab ja aufgrund des C-Regimes eine große Sammlungsbewegung. Und jetzt durch diesen Konflikt scheint das ja irgendwie wieder torpediert zu werden. Und die Eliten brauchen sich dann quasi mit einer Tüte Popcorn zurücksetzen oder zurücklehnen und ja, sich eigentlich darüber freuen, dass man sich jetzt hier gegenseitig zerfetzt. Also das sollen wir natürlich nicht tun. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier mit dem Peter Steinborn über das Thema spreche, dass man sich halt eben versucht, auf keine Seite zu schlagen und einfach mal die Dinge so sieht, wie sie sind. Wie man sie selbst bewertet, ist ja im Endeffekt, liegt das ja bei jedem selbst. Die Inhalte, dass man sich dort auseinander dividiert, aber eben nicht im Persönlichen. Das ist eigentlich auch so mein Wunsch mit dieser Folge heute. Ja, das kann ich nur unterschreiben und vielleicht darf ich noch mal ergänzen, das habe ich erst so am Rande erwähnt. Also die Ukrainer sind hier nicht die einzigen Weißen, die kämpfen, ja. Also die Russen sind, ob wir das wollen oder nicht, zumindest gibt es da auch viele Weiße drunter, ja. Weil sich ja viele Leute hier für die Weißen vor allem und für die Europäer ja, einsetzen. Und ich meine, wer sich für ein freies Europa, das ist ein sehr, sehr abstrakter Begriff, ja, einsetzen möchte, der muss das einfach auch irgendwo berücksichtigen, dass es nun mal auch dieses Westrussland, dieses Moskauer Russland gibt, was nun mal auch irgendwie nicht nur geografisch, sondern auch ein Stück weit kulturell zu Europa gehört. Sicherlich als eigene Zivilisation insgesamt, als eurasische Zivilisation, ja, immer noch anders als wir, noch immer noch anders als die Ukraine, das möchte ich auch an der Stelle betonen. Aber das gehört alles irgendwo auch zu einer europäischen oder auch eurasischen Ordnung dazu. Und wer wirklich Frieden möchte, der muss wenigstens versuchen, alle hier irgendwie Beteiligten zu verstehen. Genau, ich hatte jetzt auch einen Bekannten, also was heißt bekannt, das war eigentlich so eine Facebook-Bekanntschaft, das ist ein Russe, der lebt in Deutschland, ein recht junger Kerl, also damals, der meldet sich alle paar Jahre mal und der ist jetzt in Moskau. Ich weiß jetzt nicht, auf welcher Seite er steht, er ist auf jeden Fall Nationalist, er ist, glaube ich, jetzt kein Putin-Freund, aber er hatte mir dann, weil er sagte, auch diese multiethnische Geschichte hat er angesprochen, aber natürlich nicht so wie London. Ja, also Genau. Moskau ist nicht so bunt wie London, auch wenn es da verschiedene Ethnien gibt. Und da hat er mir dann einfach mal alte russische Propagandabilder und Plakate geschickt und da waren nur blonde, große, weiße Menschen drauf zu sehen. Ne? Also selbst da in dieser Bildersprache ist das ja auch schon ein Bekenntnis. Ja, ich gucke gerade mal auf die Uhr. Wir haben jetzt über eine Stunde. Jetzt ist die Frage, du hast mir ja die Karte zukommen lassen. Genau. Wäre das jetzt für das Thema Aussichten für Russland und die Ukraine? Oder haben wir die jetzt vergessen?
Ja, irgendwie haben wir die, hab ich die vergessen. Ich habe die vergessen, aber das können wir sehr gerne irgendwie auch unter Aussichten. Wie war denn die Frage jetzt hier an der Stelle? Also Aussichten für Russland und Ukraine, Teilung der Ukraine und Europa der Räume hatten wir uns. Ja gut, alles klar. Also wir können das einfach mal, wir können da mal an der Stelle, da brauche ich nochmal kurze Einführung über die russische Sicherheitspolitik und dann können wir das machen. Genau, Ja, das pass stellt auf, eine dann würde ich Frage. aber sagen, liebe Zuschauer, weil das wird dann tatsächlich nochmal etwas länger, denke ich mal, dass wir jetzt einfach mal hier einen Schnitt machen. Wir unterhalten uns jetzt weiter, aber ich denke mal, um das aufzuteilen, ist es besser, die Aufmerksamkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer nicht zu überstrapazieren. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt mal Schicht und wir hören uns dann gleich wieder.